Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable Horses. Und nachdem wir das letzte Mal ja hier unseren Silent Hill transferiert haben, können wir den ja jetzt rauspacken, denn es ist etwas Neues dazu gekommen. Und was haben wir Neues drin? Wir haben eine der neuen Appaloosas hier und der sieht mega cute aus. Und wir machen am besten mal einfach ein paar Mal random. Mal gucken, drei und so, ja, das nehmen wir. Yoga Dawn. Oh mein Gott, nein, das können wir nicht machen. Wir nennen es Yoga, lassen wir einfach. Und das ist dann der Yoga Champion. So. Kleiner Yoga Champion. Oh mein Gott, das ist mega cute. Oh mein Gott, das ist wirklich süß. Ich finde, es passt noch das Wintermäßige hier. Das sieht noch, finde ich, super süß aus. Wir putzen und pflegen einfach mal unseren Kleinen. Der sieht aber, oder irre ich mich da, dem einen, der drin ist, schon sehr ähnlich. Nur, dass er eben noch die Söckchen hier noch ein bisschen mit hat und so. Oder vertue ich mich da jetzt? Der sieht doch dem anderen, der schon drin ist, sehr ähnlich. So, einmal Futter rein. Er hat halt hinten auch mehr Spots, davon ist noch ein bisschen größer. Aber von der generellen Optik her finde ich ihn super süß. Also auch in der Form schon. Das wäre halt auch mega süß, wenn man das jetzt hier... Ich fände das so süß, wenn man das, was wir jetzt hier machen, mit den Fohlen auch im Spiel machen könnte. Dass man in Star Stable reingeht. Und solange man es großzieht, das Ganze eben so bei sich dabei hat. Ich glaube, da wird aber total viele ihr Fohlen gar nicht großziehen, damit sie es immer bei sich rumlaufen haben, glaube ich. Nur als Handfohlen dann. Ja, das würden dann sau viele machen. Ja, dann einmal noch den kleinen Wasser geben. Perfekt. Nein, aber ich bin gespannt, was ihr zu dem sagt. Generell, welcher ist euer Favorit eigentlich von den neuen Appaloosas? Und, oh mein Gott, da hat er eine Weihnachtsmannmütze. Oh, hier ist der. Ich habe die Bürste erst gar nicht gesehen durch die ganzen Geschenke da. Und fleißig geputzt. Level hoch. Und dann kann man nämlich nochmal direkt so die Übungen machen. Nee, aber ich finde tatsächlich sogar den hier, glaube ich, süßer als der, der aktuell im Spiel schon verfügbar ist. Aber natürlich bin ich da gerne gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ist der hier euer Favorit oder eben der andere? Und werdet ihr euch den guten hier ins Spiel holen? Das könnt ihr mir natürlich auch nochmal sagen. Aber ich warte erstmal ab, wie der dann hier in der App dann im Groß auch ausschaut. Dass wieder das, was bei mir irgendwie am längsten dauert, da irgendwie die Abfrage davon immer so schlecht ist. So. Wenn Maya hier in ihren Klamotten da hinten chillt. Sind das Äpfel, die du magst? Ja. Perfekt, der mag grüne Äpfel. Von dem Namen her können wir ja eh nochmal überlegen, wie wir den dann nennen, bevor wir ihn dann transferieren. Das finde ich auch nochmal ganz gut, auch wenn ich es ein bisschen schade finde, dass man hier keine von den neuen Namen drin hat, also zumindest keine von den Solo-Namen. Das fand ich immer ein bisschen schade. Jo. Ganz fein. So. Dann noch ein bisschen bürsten. So. Voll die Rauchwolke einfach.
Und dann noch einmal. Das Hufeisern, die Hufe säubern, besser gesagt. Und damit ist unser kleines für heute fertig. Ich finde es persönlich sehr, sehr süß. Wir gucken auch nochmal, ob wir hier den Fotomodus haben. Und ja. Huch. Ich wollte eigentlich gerade ein bisschen im Stall dann eher ein bisschen näher rangehen auch nochmal. Ja. Ich finde es richtig süß. Aber was sagt ihr zu unserem Kleinen hier? Ich werde jetzt noch ein bisschen mein kleines Fohlen hier nach draußen lassen und bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. I want you, one only.